Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ist die beste Claymore Pouch, die jemals designt wurde, aus dem Hause Helikon? Findet es heute mit uns heraus. Helikon hat unheimlich viele Taschen, Umhängetaschen im Sortiment. Einige davon haben wir auch schon vorgestellt. Ob die Claymore Bag von Helikon die beste Tasche von Helikon ist, da scheiden sich die Geister. Tatsächlich würde ich sagen, zumindest von meinem Standpunkt aus, es ist die bestorganisierte Tasche von Helikon. Schreibt uns gerne jetzt in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid oder eine andere besser findet. Ansonsten vom Platzvolumen und von der Vielseitigkeit her ist natürlich die Bushcraft Satchel. Kann ich euch nur schwer ans Herz legen. Ist auch eine super geile Tasche, die unheimlich viel Stauraum bietet und auch von der Organisation her okay ist. Aber wir wollen uns ja heute mal den Claymore Bag genauer anschauen. Claymore Bag, Claymore, die Landmine der US-Armee schon im Vietnamkrieg. Ursprünglich auch genau für diese Kampfmittel war die Claymore Bag entwickelt oder wurde die Claymore Bag entwickelt in den 1960er Jahren. Gab es von der US-Armee standarddienstlich geliefert, war eine ganz simple Tasche mit zwei Einschüben, wo man zwei bis drei, weiß nicht genau, Minen reinpacken konnte in die Einschubfächer. Und die Claymore Bag hat sich aber so großer Beliebtheit erfreut, also auch später in anderen Konflikten oder Einsatzgebieten, wo man gesagt hat, einfach als Go-Bag, als Grab-Bag eine kleine Tasche zu haben, um wichtige Dinge nochmal unterzubringen. Dafür ist die Claymore Bag dann im Nachhinein zweckentfremdet worden. Ja. Helikon hat das unserer Meinung nach aufs nächste Level gehoben. Einfach aus dem Grund, weil die Tasche unheimlich günstig ist, wenn ich sie mal mit anderen Claymore Bags am Markt vergleiche. Und auch was die Aufteilung, die Innenaufteilung, die Taschenorganisation angeht, bietet sie unheimlich viel Vielseitigkeit. Insgesamt hat man hier 14 Taschen untergebracht in dieser Claymore Bag, was unglaublich ist für die Größe. Aber das zeigen wir euch mal im Detail. Für wen ist die Tasche geeignet? Hier kann man jetzt einmal hergehen, natürlich fürs Militär, sage ich gleich was zu. Aber ich würde sagen, auch auf jeden Fall im Bushcraft-Bereich, wenn ihr mal einen Tagestrip macht und nur Kleinigkeiten mitnehmen wollt, auch dafür ist sie auf jeden Fall gut geeignet. Und natürlich auch, deswegen haben wir hier so ein bisschen so ein Greyman Undercover-Outfit hinten aufgehängt. Natürlich auch als ja, Grabbag fürs Fahrzeug, um einfach nochmal für Active Response-Situationen die notwendigste Ausrüstung mit am Mann zu haben. Militärisch gesehen machen die Briten zum Beispiel das schon sehr, sehr lange, dass sie mit Taschen arbeiten. Die haben in ihren Bergen, in ihrem großen Einsatzrucksack, haben sie immer ein Admin-Bag und eine Grab-Bag. Und das wäre jetzt quasi das Pendant zur Grab-Bag. Also einfach eine kleine Tasche, wo nochmal zusätzliche Kampfmittel drin sind, mehr Magazine, vielleicht noch ein bisschen Verpflegung, Sustainment, also was zu essen, was zu trinken und ein bisschen Kartenmaterial, Ersatzsocken, was auch immer ihr euch da vorstellt. Ja, so haben wir das jetzt auch mal gepackt und damit ihr das auch mal sehen könnt, was hier alles reingeht. Ich habe es jetzt wirklich aufs Maximum aufgeblasen. Ist schon beeindruckend. Ja, okay, aber wir fangen natürlich wie immer an mit den Spezifikationen, dass ihr einmal genau wisst, was ihr hier vor euch habt. Helikon verwendet hier 500D Cordura bei der Tasche, 100% Nylon. Wir haben hier 31 cm in der Breite, 22 cm in der Höhe und ca. 20 cm in der Tiefe. Die Tasche hat ein Volumen von ca. 4,5 Liter und wiegt 370 Gramm leer. Typischerweise wird sie wie eine Tasche auch getragen, als Umhängetasche. Da hat die Claymore Bag hier einen 40 mm Gurt, der sich auch in der Länge ordentlich verstellen lässt, dass auch lange Trageweisen und kurze Trageweisen möglich sind. Der Tragegurt lässt sich komplett mit Fastex-Verschlüssen entnehmen oder abnehmen. Da wird bei Helikon auf Wujin gesetzt von der Herstellermarke der Buckles und bei den Reißverschlüssen ist es YKK. Ja, das Einzige, was wir hier vermissen, ich habe ja gesagt, die perfekte Claymore Bag kommt von Helikon, ist auch nach wie vor meine Meinung. Nichtsdestotrotz hätte ich mir noch gewünscht, hier im unteren Bereich nochmal einen Bauchgurt zu haben, um die Tasche eben als zusätzliches Einsatzmittel nochmal am Körper fixieren zu können, dass sie beim Schnelllaufen nicht durch die Gegend schlackert. Aber man könnte sich hier behelfen, weil wir haben hier an den Außenseiten Palschschlaufen und da kann man natürlich sich selber noch was
nachrüsten oder man geht zur Schneiderin. Aber das wäre vielleicht noch was, was man hätte besser machen können an dieser schon nahezu perfekten Tasche. Okay, schauen wir sie uns einmal an. Vom Design her habt ihr hier auf der Front einmal ein Klettfeld und dann die typische Flappenlösung, wie man sie auch vom Original kennt. Auch das ist vom Original übernommen als so ein bisschen Hommage, dass man hier einmal Klett hat und die Druckknöpfe. Das heißt, ihr könnt sie entweder nur mit den Druckknöpfen schließen oder ihr nutzt noch zusätzlich den Klettverschluss oder auch umgedreht. Ja, das wäre die Möglichkeit. Dann habt ihr die eigentlichen aufgesetzten großen Taschen, wo die Minen früher untergebracht waren. Hier kann man natürlich auch ohne weiteres andere Dinge unterbringen. Ich habe jetzt mal geladen hier eine Kantine. Warum habe ich die verkehrt rum rein? Auch ein kleiner Tipp für euch am Rande. Gerade bei der Kantine kommt es häufig vor, dass im Winter, wenn ich sie so rum transportiere, sie oben zufriert. Und bei dieser kleinen Öffnung ist das natürlich total doof. Das heißt, ich trage sie verkehrt rum, dass die Luft immer hier oben ist und dann friert sie am Boden zu und dann kann ich immer schön trinken. Also das so als kleiner Seitentipp noch für die Kantine. Also einmal Kantine und hier im zweiten Fach habe ich als Hauptkomponente untergebracht ein MRE. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt wirklich gestopft, proppe voll gemacht. Ich würde jetzt hier nicht noch zwei Magazine zusätzlich da reinpacken, aber es geht. Also ein gestripptes MRE passt hier auch noch rein. Dann habt ihr schon mal eure Verpflegung. Die Taschen verfügen hier über einen Bungee-Zug mit Kordelstopper noch zusätzlich. Das heißt, ihr könnt die auch schön eng ziehen und somit auch als Dump-Pouch benutzen, wenn ihr das denn so machen wolltet. Oder halt einfach noch als zusätzliche Sicherung für den Inhalt. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, Sicherung für den Inhalt. Das finde ich immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn es nicht da ist, nähe ich mir das immer selber rein. Helikon hat hier in jeder Tasche, also auch im Hauptfach, zeige ich euch dann, nochmal einen Loop untergebracht, wo ihr mit Dummy-Cord arbeiten könnt, um Gegenstände zu sichern. Also gerade wenn ich hier vorne ein GPS oder irgendwas unterbringe, kann ich hier dann das Ganze sichern, kann es immer rausholen, habe es immer an der Bungee. Das heißt, auch wenn es runterfällt, hängt es dann an der Schnur und dann kann ich es wieder zurückstecken. Ja. Okay, also das wären die ersten zwei Taschen von den 14. Die sind jeweils nochmal innen unterteilt mit zwei Einschüben. Die sind von der Größe her, ich stecke es nochmal zurück, dass man das gut sehen kann. Die sind von der Größe her genau passend für zwei AR-15 Magazine. Da passen natürlich auch andere Dinge rein, wie hier zum Beispiel ein Tourniquet kann man da wunderbar unterbringen. Oder hier die Storazell-Batterie-Cases passen da wunderbar rein. Also das wäre was, wo ich sage, das kann man da auf jeden Fall noch mit unterbringen. Und damit haben wir die beiden Fronttaschen schon leer geräumt und können uns den weiteren Taschen widmen. Das eigentliche Hauptfach, machen wir auch einmal auf, ist ebenfalls unterteilt und zwar wieder in offene Einschübe, wie es hier vorne auch war. Davon habe ich vier Stück, zwei auf jeder Seite. Da habe ich jetzt mal mit untergebracht eine große Powerbank, ein bisschen Schreibzeug, ein paar Handschuhe und sechs Knicklichter. Das ist auch so die maximale Breite, die ich hinbekomme mit so einem Einschub, was da noch reinpasst. Natürlich muss man dazu sagen, je nachdem wie voll oder wie press ich die Vordertaschen packe, desto mehr verliere ich im Hauptfach und andersrum genauso. Das heißt, je nachdem wie ihr packt, strategisch müsst ihr natürlich schauen, was ihr noch mitnehmen wollt. Ja? Okay, da sind dann die versprochenen Loops, die ich gesagt habe, an den beiden äußeren Enden. Das heißt, hier habt ihr auch nochmal hier, auf der Seite ist es nur noch einer. Sehe ich das richtig? Ja, also habt ihr zwei auf der Front und nochmal hier ein, also drei Sicherungslaschen nochmal im Hauptfach. Das ist auch, denke ich, mehr als genug, um Gegenstände hier nochmal zu sichern. Und als zusätzliches Fach hier habt ihr nochmal ein Zipperfach, das abgetrennt ist. Und da habe ich jetzt gerade mal so einen 120 Liter Müllsack reingepackt. Da kann man natürlich auch Kartenmaterial oder ähnliche flache Gegenstände unterbringen. Chest Seals, wenn ihr es als IFAC konfiguriert oder als Erste-Hilfe-Tasche. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, da platzsparend flache Gegenstände an der Rückenwand unterzubringen. Das war das Hauptfach.
kommen wir zur Rückseite. Da sind auch nochmal drei offene Einschübe. Die sind vom Design her so, dass da auch AR-15-Magazine perfekt reinpassen. Haben wir gerade mal noch drei Stück reingepackt. Da könnte man vielleicht sogar, die ist zu breit, aber eine schmälere Powerbank würde da reinpassen. Euer Smart, auch ein schmäleres Smartphone würde da reinpassen. Nee, meins ist zu breit. Das könntet ihr da unterbringen. Gegenstände einfach, die hier von der Form wunderbar reinpassen, sind dafür geeignet. Oben überlaufend habt ihr eine Reihe PAL-Schlaufen und die könnt ihr dann auch nutzen, um dann diese als Dummy-Cord zu nutzen, für Dummy-Cord-Sicherung zu nutzen. Das heißt, wenn ihr keine Magazine reinschiebt, sondern zum Beispiel ein Funkgerät, ein GPS, was auch immer, könnt ihr das dann an dieser Lösung hier fixieren. Das Ganze ist so designt, dass ihr hier von der Breite her 1, 2, 3, 4, 5 reguläre PAL-Schlaufen habt und dann hier nochmal eine doppelte, eine große, um andere größere Gegenstände da mit zu sichern. Last but not least bietet euch die Tasche an den Seiten, habe ich ja vorhin schon kurz angerissen, hier nochmal zwei Schlaufen PALs, um dann da Molletaschen anzubringen. Das ist nicht ganz eine standardisierte PALs-Breite, sondern es ist ein bisschen breiter, das heißt, ihr bekommt auch manche Molletaschen, die für zwei Reihen PALs gedacht sind oder zwei Spalten PALs gedacht sind, bekommt ihr hier dran. Alternativ könnt ihr dann natürlich auch wunderbar ein TQ oder nochmal ein bisschen Rauch oder was auch immer einfach mit Gummi sichern, um das da noch mit unterzubringen. Ich habe hier noch mehr drin. Ich habe hier noch eine Säge drin, habe ich gerade gesehen. Die liegt natürlich hier im Hauptfach. Gehen wir nochmal zurück ins Hauptfach. Da ist natürlich dann auch der eigentliche Einschub. Ne? Also der Hauptbereich ist natürlich auch noch vom Platz her nutzbar. Ja? Also man könnte hierher gehen und tatsächlich auch sagen, ich nutze diese ganzen flachen Einschübe überhaupt nicht und nehme jetzt hier ins Hauptfach eine Kantine und ein MRE. Und dann ist das Hauptfach eigentlich gut gefüllt und dann habe ich aber immer noch Platz, um das Ganze nach vorne aufzubauen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, reine Verpflegungstasche. Dann hättet ihr jetzt hier die Möglichkeit mit zwei Kantins und zwei MREs und noch ein bisschen Kleinkram. Also ihr seht, unheimlich vielseitig, unheimlich gut organisiert und vor allem zum üblichen guten Helikon-Kurs, was den Preis angeht und natürlich auch was die Verarbeitung angeht. Da sind sie unübertroffen. Ich drehe noch einmal zum Schluss auf links, dass ihr da hier im Hauptfach die Organisation euch nochmal angucken könnt. Und auch die saubere Verarbeitung, denn das ist halt auch immer was, was man nicht unterschätzen darf, gerade wenn so eine Tasche so, so verspielt ist, was die Organisation angeht. Das wäre hier die Rückseite mit dem Kartenfach. Dann seht ihr hier auch nochmal schön die Schlaufe und die Einschübe von der Breite. Na, wenn man da eine Powerbank reintut, ist da sogar noch Platz nebendran für ein Kabel oder was auch immer. Und hier die gegenüberliegende Seite ohne das Reißverschlussfach mit den zwei Sicherungspunkten. Kleine Details sind immer ganz wichtig. Auch da hat Helikon dran gedacht, nämlich hier Ablaufösen für die äußeren Magazintaschen. Das Hauptfach hatte das auch Ablaufösen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte die Tasche jetzt schon so lange im Einsatz und wusste das mal, aber hat sie nicht. Okay. Also das Hauptfach hat keine Ablaufösen. Dafür habt ihr aber am Hauptfach unten nochmal Molle-Schlaufen, wo ihr dann zum Beispiel auch mit Bungee-Cord nochmal eine Jacke befestigen könnt. Also das ist wirklich meiner Meinung nach das Beste, was man aus einem 4-Liter Volumen-Taschal mit dieser Größe herausholen kann, um maximal organisiert zu sein. Ich liebe diese Tasche wahnsinnig. Ist auf jeden Fall auch für, wie gesagt, für den dienstlichen Einsatz, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache, um sich im Rucksack ein bisschen zu organisieren. Man kann zum Beispiel auch sein ganzes Kochzeug da noch mit reinpacken. Sie wiegt nicht viel und man hat dann immer alles mit dabei. Survival Kit, whatever, you name it. Da könnt ihr definitiv was mit anstellen, meiner Meinung nach. Dazu kommt natürlich noch, dass Helikon das Ganze in coolen Farben anbietet und nicht nur hier wie zu sehen im langweiligen Oliv, sondern die gibt es auch noch in Tiger Stripe. Ich hoffe sehr auf Woodland. Bitte, bitte, Helikon macht Woodland. Woodland ist das Einzige, was es nicht gibt aktuell, aber vielleicht kommt es ja noch, weil Woodland haben sie ja eigentlich im Sortiment. Aber es gäbe es auch noch in Desert Night Camo und in vielen anderen gedeckten Farben und auch noch Tarnmustern. Ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal beim Camo Store reinschauen. Da gibt es die Tasche nämlich zu kaufen und hier unten ist dazu der Link eingeblendet. Dann guckt ihr einfach mal selber,
was die Tasche so an Farben zu bieten hat. Ja, ihr seht jetzt, ein Haufen Zeug passt rein. Was sagt ihr dazu? Ist das eine Go-Tasche, die ihr selber habt oder die ihr vielleicht bevorzugt? Unserer Meinung nach, wie gesagt, das Beste, was momentan als Grabbag fürs Fahrzeug oder auch für den Rucksack zum Herausnehmen und Abhauen geeignet ist, am Markt verfügbar ist. Vor allem, wenn man dann sich anschaut, was das Ding kostet und was für Farboptionen man dazu hat. Ja, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.